bei einem anderen Fest, das im Sommer 1493 stattfand, soll er Schnee von den Berggipfeln haben herbeischaffen lassen, um eine künstliche Winterszenerie aufzubauen. Nebenher ging seine wissenschaftlichen Arbeiten. Das Verdienstlichste, was ein talentvoller Mensch tun kann, schreibt er einmal, ist, sein Talent anderen mitzuteilen. So wurde auf seinen Antrag von Moro die Accademia Leonardo da Vinci gegründet. Hier hielt er Vorträge. Und viele Manuskripte, die wir noch heute von ihm haben, sind wohl Entwürfe für diese Vorlesungen gewesen. Gleichzeitig war er auf allen Kunstgebieten tätig. Nicht nur in seinen Manuskripten kommen Entwürfe für Mausoleen, Kirchen und die verschiedensten ganz chimärischen Bauten vor. Er hat die Befestigung des Kastells von Mailand geleitet, hat im Park des Schlosses einen Pavillon und Bäder für die Herzogin erbaut. Als Plastiker arbeitete er an dem Monument für Francesco Sforza, den großen Gründer der Dynastie, der die Tochter des letzten Visconti geheiratet hatte. Am 30. November 1493, bei der Hochzeit Kaiser Maximilians mit Bianca Maria Sforza, war die Arbeit so weit gediehen, dass das Modell gezeigt werden konnte. Gleichzeitig dekorierte er mehrere Säle des Kastells, malte Bianca Maria Sforza, auch die Gallerani und Crivelli. Und hatte er seine Arbeit als Maler der schönen Sünde beendet, so ging er nach der Dominikanerkirche Santa Maria delle Grazie hinüber, um dort am Abendmahl zu schaffen, das er 1497 vollendete.